Also, dass die Sicherheitspolitik in Deutschland insgesamt verbessert werden muss, das glaube ich, das diskutieren wir ja eigentlich jedes Mal, wenn wir hier zusammensitzen, weil wir der Auffassung sind, gemeinsam, dass wir viele Fehler in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben ja geglaubt, die Welt gehört uns, Wandel durch Handel. Wir haben geglaubt, dass der US-Amerikaner Fukuyama 1992 mit seinem Buch Das Ende der Geschichte recht hätte, nämlich er sagt ja, es gibt keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr, der Weltfrieden ist ausgebrochen und jeder, so Leute wie wir, die warnend den Finger gehoben haben, haben gesagt, also passt aber mal auf, da gibt es noch Terrorismus, da gibt es die Russen, da gibt es die Chinesen. Wir wurden ja als kalte Krieger in die Ecke gestellt, als ewig Gestrige, weil wir einfach nicht verstanden haben, dass der Weltfrieden ausgebrochen ist. Ne? Heute stehen wir vor den Trümmern dieser Zukunftsillusionen, die wir damals leider begangen haben. Und dass sich da etwas ändern muss, das ist völlig klar. Ich teile aber nicht die Auffassung derjenigen, die das jetzt so sagen, weil die kommen aus einer anderen Richtung. Ich glaube, wir brauchen gute Sicherheitsbehörden. Und was heißt das? Wir haben gute Leute in den Behörden. Denen muss man danken, weil sie rund um die Uhr jeden Tag an Sonnenfeiertagen für Deutschland, für die deutsche Bevölkerung ihren Dienst leisten, bei Gefahr für Leib und Leben. Wir haben aber schlechte Gesetze. Wir haben schlechte Gesetze, weil die Eingriffsbefugnisse für die Nachrichtendienste international keinen Vergleich standhalten. Wir haben schlechte Gesetze, weil bei uns der Datenschutz als Monstranz vor uns hergetragen wird. Anstatt dass wir Kriminalität bekämpfen, schützen wir Daten und nicht den Menschen. Und. Wir könnten also lange darüber sprechen, was man alles in der Mentalität ändern muss. Und ich glaube, wenn der Kanzler die Zeitenwende ausgerufen hat, dann gilt das nicht nur militärisch, sondern es gilt auch für die Sicherheitspolitik insgesamt. Wir brauchen eine neue, eine bessere, praxisorientierte Sicherheitspolitik.